Ich hoffe, es piept nicht. Nee, es geht alles gut. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und vor allem jetzt sprechen zu können nach zwei sehr spannenden Vorträgen, die die mediale Welt aus zwei anderen Aspekten betrachtet haben. Einmal die reale Welt von der Architektur her, dann die Printwelt und dass ich doch auch eine ganze Menge Gemeinsamkeiten einfach auch schon finden konnte. Worüber ich sprechen möchte, ist nicht einer meiner ersten Rechner, so wie er damals Ende der 90er aussah und die Zeit, wie damals das Internet war, sowas vorwiegend aus Pixelschriften gestaltet war, die man als Grafiken eingebunden hat und die Webseiten eigentlich von ihrer Navigation her, wenn man sie nicht nur mit Arial oder Verdana gestalten wollte, darauf beschränkt waren, dass man unendlich viele Bilder eingebunden hat, sondern die Gewohnheiten haben sich mit der technologischen Entwicklung natürlich rasant verändert. Wir sind heute an der Stelle, dass Computer komplett zu unserem Alltag gehören. Es ist so, dass mich mit dem Smartphone zu Hause die Heizung steuern kann, dass es warm ist, bis ich nach Hause komme. Und genauso fühle ich mich letztendlich fast nackt, wenn ich das Haus verlasse und habe das Handy zu Hause vergessen. Kennen die meisten von uns, wir hatten gestern im Gespräch auch erzählt, dass ich im Urlaub war und hatte dann mal ein bis zwei Tage das Handy aus und das war eine totale Erholung. Aber es ist einfach schon so selbstverständlich geworden, dass es dazugehört. Und so ist auch die Zahl eigentlich beeindruckend, aber auch relativ erschreckend, wenn man sieht, wie viele mobile Endgeräte es mittlerweile gibt, die fast die Zahl der Weltbevölkerung erreicht hat. Das heißt also, dass nahezu jeder oder wenn man davon ausgeht, dass nicht Kinder und alte Leute auch damit bestückt sind, jeder mindestens zwei Geräte haben muss. Und diese Zahl und dieser Wandel ist letztendlich das, was uns dann beschäftigt hat. Also bei Fünf Werken arbeite ich vorwiegend im interaktiven Branding. Das heißt, wir entwickeln interaktive Anwendungen, digitale Anwendungen. Das geht von Webseiten bis hin über Apps oder verschiedene Touch-Anwendungen. Und dort haben wir verschiedene Erkenntnisse getroffen, die sich nach einer Zeit herauskristallisiert haben, gerade in den letzten Jahren, wo wir einfach umgeben sind von den verschiedenen Geräten, auch Dinge, dass wir ständig selber wieder neu dazulernen müssen. Da kommt ein Kunde und sagt, könnt ihr irgendwie eine Tablet-App machen? Vor ein paar Jahren, wir hatten sowas noch nie gesagt, wir sagen natürlich, klar, kein Problem, können wir machen, aber müssen uns selber erstmal reinarbeiten und erstmal den Weg finden, wie geht es überhaupt, welche Bedingungen und was muss ich damit letztendlich dann auch beachten. Eins der wichtigsten und elementarsten Dinge, und das ist das, was in den beiden anderen Vorträgen ja auch schon angesprochen wurde, wir selber sind Nutzer solcher digitalen Anwendungen. Und das sollten wir letztendlich auch immer betrachten. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir den Mensch als den Mittelpunkt betrachten. Wir sollten uns fragen, in welchem Nutzungskontext begreife ich so eine digitale Anwendung und wann möchte ich sie überhaupt nutzen, in welcher Situation befinde ich mich, mit welchem Gerät bediene ich so eine Anwendung und letztendlich natürlich auch, was mag ich oder wozu habe ich einfach einen Bezug, was habe ich für Gewohnheiten. Und ein Beispielprojekt, was ich mitgebracht habe, das zeigt jetzt die Situation, wie wir halt häufig zusammensitzen. Das ist so ein bisschen nerdiges Chaos von Post-its. Die, die im digitalen Bereich arbeiten, werden das kennen. Da haben wir an einem Forschungsprojekt gearbeitet, das sich ICIC, Interconnectivity through Infoconnectivity nennt. Wir haben lange gebraucht, um den Namen aussprechen zu können. Und dort haben wir uns mit verschiedenen Gruppen aus der Forschung und technischen und anderen Designpartnern aus Wien, Amsterdam und in Frankfurt und Paris damit beschäftigt, wie kann man Reisende unterstützen, ihre Reise zu vereinfachen, wie kann man das über ein digitales Gerät oder letztendlich über Navigation oder verschiedene mediale Inhalte machen. Und das, was ganz am Anfang dieser Geschichte stand, war, dass wir nach einer Research-Phase, die von den Universitäten übernommen wurde, es wurden sehr viele Leute befragt. Es war dann recht schwierig, die Ergebnisse auszuwerten, weil es zum Teil 400 bändige Seiten waren. Und so sind wir nochmal zurückgegangen und haben eine Customer Journey begonnen, indem wir verschiedene Nutzertypen uns vorgestellt haben und gesagt haben, das ist jetzt zum Beispiel die Reise von einer japanischen Familie, ein Paar mit einem Kind, die besondere Herausforderungen haben, da hat einer einen Rollstuhl dabei. Und welche Probleme treten auf dieser Reise auf und wie kann ich im Prozess, während ich diese Reise plane, das dann vielleicht lösen? Und so haben wir dann letztendlich
Fragen gestellt, auf die wir verschiedene Antworten geben und dann überlegt, was bedeutet das, wie kann eine App solche Antworten geben und was bedeutet das letztendlich dann in den Anforderungen, wie ich ja, die Screens aufbauen muss. Und so haben wir dann nach und nach rausgefolgert, wenn wir ein Nutzer-Szenario machen wollen und das testen, müssen wir verschiedene Screens gestalten. Die wurden dann in Prototypen entwickelt und wir haben diese ganz einfachen Wireframe-Screens, die in Schwarz-Weiß entstanden sind, haben wir in einem Tool zusammengebaut, dass man sich da durchklicken konnte und haben das dann an verschiedenen Flughäfen getestet. Der Prozess wurde dann fortgesetzt, sodass wir auch das Design angefertigt haben und so letztendlich eine Vision erzeugt haben, wie könnte so eine App aussehen, die mich komplett auf meiner Reise begleitet, die mir jederzeit sagt, wenn ich am Flughafen bin, wie viel Zeit habe ich noch, bis ich an meinem Gate einchecken muss, die ein Suchsystem beinhaltet, wo ich ganz einfach meinen Flugcode eingeben kann und mich informieren kann über den Flughafen, an dem ich lande, wo kriege ich da einen Rollstuhl her, der mich, oder wo ist ein Aufzug oder verschiedene Dinge. Und diese Vision, die so entstanden ist, ist natürlich eine Vision und wir arbeiten daran, dass jetzt halt derzeit Partner zu finden, mit denen wir das gegeben haben. Hi, I'm Tomoko. I just landed at Schiphol Airport in Amsterdam after a long journey from Tokyo. For my first trip to Europe last year, I put together all travel information by hand. Definitely not my favorite part of traveling. But that's history. Now that I found Seamless Air Travel, an app that makes traveling to Europe easier. So, how did it work? I could collect all the information I needed in one tap. I booked my ticket and scanned the QR code. It was easy from there. I always knew exactly what to do next. Before, I had to use a different app for every single step. The app showed me exactly what I needed to know, at the right time and in the right place. I could swipe through whenever I had the time, like during the flight or even before I left home. It really helped manage any travel-related stress by updating all schedules along the way. When my departure was delayed in Tokyo, I could see straight away how much time I would have in Frankfurt. The app enabled me to keep track of the time I had left before departure. When I arrived at Frankfurt Airport, it showed me that I had enough time to grab some food, and it even gave me suggestions about where to go. One really good feature, I had a personal guide to help me find my way through the airport. When I arrived in Frankfurt, I had to transfer, and I had no idea where to go. At moments like this, a big airport feels like a giant maze. But with this friendly helper, I didn't have to worry. It took me straight to my gate. Oh, and there were some nice special offers. On the plane, I saw this ad. I scanned the QR code and knew instantly where along my journey I could use the coupon. The Seamless Air Travel app is available in over 20 languages, even in Japanese. Now, this is probably my favorite part. Everyone can use public transport like a local. On the plane, I checked how to get from Amsterdam Airport to Central Station. The app gave me the times and prices, and I learned about the payment system at the ticket machines. That's the type of information you usually need a lonely planet for. Overall, the app made my trip easier and less stressful. And there's more, because this is not just an app. The info connectivity system brings together existing travel information from all kinds of sources, like public transport, airlines, the airport itself, or tourism services like hotels. Apart from your smartphone, you will find your personal travel data seamlessly available on all devices, such as airport information systems, ticketing machines, and even on onboard devices. At the same time, the collected information of the info connectivity system helps stakeholders and third parties to develop future services to further improve your air travel experience. As more and more stakeholders engage in the shared data pool, possibilities become endless.
We want to make this a reality. Das ist natürlich eine Vision und die setzt voraus, dass an allen Airports und an allen Stellen, wo ich mich befinde, WLAN besteht oder ich einen Zugang habe, egal ob ich aus Deutschland komme und nach Japan geflogen bin. Und dass natürlich auch alle öffentlichen Daten oder gerade die Netzdaten verfügbar sind. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich, so wie der Zustand im Moment ist, nicht komplett umsetzen lassen. Aber das heißt, es wäre vielleicht möglich, mit den einzelnen Flughäfen dann an solchen Systemen zu arbeiten. Navigation selbst hat eine grundlegende Aufgabe, egal ob das jetzt im digitalen System ist oder in der realen Welt, sie muss Orientierung schaffen. Und es geht letztendlich darum, einen Problemlösungsprozess sich anzuschauen, um zu entscheiden oder sehen zu können, zu erkennen zu können, wo befinde ich mich gerade und wie komme ich jetzt von diesem Punkt an mein Ziel. Das heißt also, ich will eine Aufgabe stattfinden lassen. Und was ein ganz wichtiges Element ist, was sich dann halt vorwiegend auf den Webseiten oder im digitalen Raum ja, dazu addiert, ist im Gegensatz zum realen Raum, dass wir nicht nur über die Hauptnavigation navigieren, das heißt also nicht nur einmal entscheiden, wie komme ich an eine Stelle, sondern dass es ganz viele Mikroprozesse gibt. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich bin im Online-Shop unterwegs, möchte irgendwas einkaufen, bin ich irgendwann an diesem Punkt, wo ich sage, ich gehe jetzt in den Bestellprozess rein. Und da gibt es einfach ganz viele Dinge, die sich bewährt haben, auf die man Rücksicht nehmen sollte, dass man dem Besucher zum Beispiel immer das Gefühl von einer Sicherheit verschafft. In einem Bestellprozess gibt es immer einzelne Schritte, die mir anzeigen, wo befinde ich mich gerade. Wenn ich auf Bezahlen drücke, kann ich dann nochmal nachschauen, dass ich eine Bestätigung habe, dass man da also relativ viel an Informationen über Navigation lösen kann oder auch indem ich ins Feedback zu einem Kunden trete und dem eine Information gebe, hallo, hier ist eine Fehlermeldung. Also all diese Dinge sind neben der eigentlichen Hauptnavigation ein ganz entscheidender Teil. Neben dem, was Navigation eigentlich leisten muss, geht es natürlich darum, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der mit der technologischen Entwicklung immer stärker geworden ist, dass die geeignete Navigation absolut abhängig ist von dem Inhalt, zu dem ich den Nutzer bringen möchte. Es gibt immer so diesen Spruch, Content is King. Den gibt es schon seit einigen Jahren. Letztendlich ist es aber durch die aktuelle Situation, wie die technologische Entwicklung ist, halt auch möglich geworden, Inhalte so zu verpacken, dass man sehr viele Filme, sehr viele Videos, Videohintergründe in wahnsinnig großen Formaten einfach auch darstellen kann. Und das bedeutet natürlich aber auch, dass ich neben dem, dass ich den Fokus auf den Inhalt lege, auch schauen muss, wie kann der Nutzer eigentlich zu diesem Inhalt kommen. Der Nutzer selber hat den Gesamtkontext gar nicht so fokussiert und gar nicht so übersichtlich vor Augen, wie wir das, wenn wir eine Webseite planen haben. Da fängt man an, erstmal alle Inhalte auseinanderzunehmen, wenn es schon eine Webseite gab, oder mit dem Kunden zu analysieren, was soll denn alles rein, wie können wir das strukturieren. Der Nutzer letztendlich kriegt diesen Prozess nicht mit und kriegt auch nicht so ein Aushängeschild, dass er erstmal sagt, bevor du diese Webseite betrittst, schau dir erstmal an, wo eigentlich alles ist. Der befindet sich also mittendrin, muss aber letztendlich trotzdem immer verstehen, wo er sich befindet und wie er irgendwo hinkommt. Und die Frage ist dabei aber, wie viel Information muss ich dem Nutzer geben oder aufbürden? Muss er tatsächlich das gesamte System verstehen oder reicht es, wenn er Stück für Stück oder zumindest immer die Möglichkeit hat, an sein Ziel zu kommen? Das heißt also, wie komplex oder einfach ich eine Navigation gestalten kann, hängt immer vom Inhalt ab. Wie viel Inhalt ich verpacken muss, wie ich den zugänglich machen kann. Das klassische Navigationsprinzip, was wir alle kennen, was sich auch tatsächlich sehr bewährt hat, ist dieses klassische Top-Left-Prinzip. Das heißt, man hat meistens die Hauptnavigation auf einer oberen Ebene. Da spricht man auch davon, dass es 5 bis 7 Punkte sein sollten. Mehr kann der Nutzer, ist er nicht in der Lage, auf einmal zu erfassen. Links ist dann die offene Navigation und man sagt, das bietet natürlich die größtmögliche Übersicht. Dadurch, dass aber einfach die
Geräte sich so weit verändert haben, dass ich natürlich einen viel breiteren Kontext für den Inhalt nutzen möchte, einen viel breiteren Bereich der Fläche. Und halt auch durch die technologische Entwicklung, dass wir Animationen und Ähnliches einsetzen können, ohne mit Flash zu gestalten, ergeben sich eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel ein Flowchart, was wir für Weber entwickelt haben. Und da war es ganz spannend, schon mal genau diesen Prozess zu betreiben. Die Seite war vorher so sortiert, dass sie aus Sicht des Kunden sortiert war. Das heißt, es waren ganz viele Navigationsbegriffe, die kein Mensch verstanden hat, weil es einfach in der inneren Organisation dieses Unternehmens so angelegt war, dass man die Inhalte einfach so zusammensortiert hat. Die ist dann auch Stück für Stück gewachsen und wir sind dann hergegangen, haben alle Inhalte auseinandergenommen, durchgeschaut und überlegt, was bedeutet das eigentlich? Und wenn ich mich als außenstehender Nutzer und nicht als interner Mitarbeiter dieses Unternehmens dort befinde und was suche, werde ich das auch tatsächlich unter diesem einen Begriff, der dort steht, finden. Und so haben wir die Struktur und die Zugangsweise für die Weber-Webseite vereinfacht und haben eine Kombination geschaffen aus verschiedenen Navigationssystemen. Und das ist das, was man heute im Internet auf verschiedenen Webseiten sehr häufig findet, dass es Seiten, die sehr umfassende Inhalte haben, dass man eine multiple Navigation wählt. Das heißt, ich habe den Zugang über einen Hauptnavigationsbereich, was hier oben ist. Es gibt meistens noch einen Footer, den sieht man jetzt hier leider nicht, der ist im unteren Bereich, der mir dann halt auch noch verschiedene Überblicke bieten kann. Und ich habe auch innerhalb der Seite Bereiche, über die ich direkt navigieren kann. Das heißt also so eine Teaser-Navigation, wie man es in der Fachsprache bezeichnet, die mir über Bildinhalte direkt den Zugang zu verschiedenen Inhalten verschafft. Ein weiteres typisches Element, was sich mittlerweile in der Navigation durchgesetzt hat, ist, dass man die Navigation nicht mehr partout von vornherein offen links darstellen muss, sondern die Möglichkeit bietet, über eine Mouse-Over-Funktion ein Layer zu öffnen. Das ist natürlich ein Stück weit immer kritisch. Auf der einen Seite hat es den Vorteil, dass es dem Nutzer die Möglichkeit bietet, sehr viel Inhalt auf einmal zu überblicken oder schneller einen Inhalt zu überblicken, ohne sich erst auf diese Seite wählen zu müssen. Und ich kann zusätzlich Bilder hinzubringen, aber es kann natürlich, und da muss man halt immer vorsichtig sein, so eine Seite lebt ja und geht weiter. Und wenn dann der Betreiber kommt und sagt, oh ja super, wir haben ja die Möglichkeit, dass wir Teaser rechts einstellen können, diese kleinen Bilder, die in diesem Layer mit drin sind. Und der Kunde sagt dann, Mensch, jetzt haben wir noch 4 weitere Aktionen, lass uns doch noch mal 4 Teaser auf dieses Feld mit draufknallen. Und irgendwann artet das natürlich aus. Also man muss natürlich schauen, welche Navigation und bis zur wievielten unteren Ebene kann ich, wenn ich so ein Flyout-Menü, so nennen sie sich in der Fachsprache, wenn ich so ein Flyout-Menü mache, wie viele Ebenen kann ich dann dort abbilden, um den Nutzer eigentlich nicht mehr zu verwirren und weniger Navigation zu bieten, wie wenn er das halt hat, wenn er eine Seite Stück für Stück durchwählt. So hat er aber die Möglichkeit halt direkt auf einen unteren Inhalt zu springen und muss sich nicht sukzessive Stück für Stück linear an seinen Inhalt heranwählen. Wir haben hier dann auf den Unterseiten trotzdem auf der linken Seite die Öffnung, dass wir, wenn ich in einem unteren Bereich bin, auch direkt dort über die linke Navigation mich dann weiter bewegen kann. Ein ganz wichtiges Thema, Navigation über Suche und Filter. Wir hatten vorhin ein kurzes Gespräch, dass ich tatsächlich auf meinem eigenen Rechner ist für mich das Wichtigste, über Suche zu navigieren. Wenn ich mein Postfach bei den E-Mails anschaue, ich sortiere nichts nach Ordnern, ich kann meine 10.000 Mails einfach irgendwie schick über die Suche bedienen und finde mich immer zurecht. Das sind natürlich Systeme, die auch schon sehr gut weiterentwickelt wurden. Viele Online-Shops basieren zum Beispiel komplett auf der Suche. Das ist das einzige Navigationsprinzip. Das heißt, der komplette Verkaufserfolg dieser Shops ist daran gebunden, dass ich über die Suche die Möglichkeit habe, die Dinge zu finden, die ich suche. Es gibt also halt auch die Möglichkeit, dass ich einen Suchbegriff eingebe und dann weiter filtern kann. Und Google hat derzeit, das war jetzt gerade in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau, sind sie dabei, dieses Thema der Suche weiter zu verändern. Also viele von euch kennen bestimmt vom iPhone Siri diese Möglichkeit der Spracheingabe, wo ich sagen kann, Siri, sag mir das und das oder erinnere mich an
irgendeinen Termin oder dass das von vornherein so programmiert, dass ich einen persönlichen Assistenten habe, der mich durch den Tag begleitet oder mit mir spricht. Und Google arbeitet daran, so einen persönlichen Assistenten zu perfektionieren, dass er letztendlich mitdenken kann, dass er Fragen, die ich ihm stelle, in Kontext stellen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, wie viele Einwohner hat Irland? Und stelle als nächste Frage, und wie viele Schafe, dann versteht dieser Assistent, dass ich wissen möchte, wie viele Einwohner prozentual gesehen, wie viele Schafe prozentual gesehen in Irland pro Einwohner irgendwie vorhanden sind. Und es ist natürlich auch ein Stück weit erschreckend. Also sie gehen davon aus, dass man halt sagt, es gibt irgendwann keine Suche mehr, die man über ein Sucheingabefeld bedient und über einen Button startet, sondern letztendlich wird sich alles nur noch darauf bewegen, dass man über Sprache mit seinem persönlichen Assistenten jederzeit im Austausch ist und er einem alle Fragen beantworten kann. Navigation selbst sollte auch immer darauf bezogen sein, dass nicht immer alles sichtbar ist, sondern nur bestimmte Dinge dann sichtbar, wenn ich sie auch brauche. Also sie sollte kontextsensitiv sein. Das ist jetzt das Beispiel aus der Google Maps App. Er zeigt den Berliner Hauptbahnhof und wenn ich weiter ranzoome, dann bin ich so weit drin, dass ich die Informationen bekomme, das kennen wir alle, welche Shops in diesen Bereichen sind. Die zusätzliche Navigation, die jetzt hier entsteht, ist, dass ich mich dann entgegen der zweidimensionalen Darstellung in die dritte Dimension, in die Höhe bewegen kann. Und diese Navigation erscheint erst, um in die verschiedenen Level zu gehen, wenn ich halt so nah dran bin, dass ich halt auch den Bedarf habe, diese Ebenen anschauen zu können. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Letztendlich müssen wir aber sagen, dass was digitale Anwendungen angeht oder generell, er ist auf der einen Seite ein Gewohnheitstier, aber er ist auch gut in der Lage, sich immer wieder auf neue Dinge einzustellen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns überlegen, welche Dinge habe ich gelernt und welche Dinge erwarte ich auch im Web. Also es gibt zum Beispiel Positionen, die fix sind, dass man erwartet, dass die Suche immer rechts oben steht. Ich hatte eine ganz lustige Erfahrung, das war ganz am Anfang meiner Arbeit bei 5 Werken, das ist jetzt fast 10 Jahre her. Da haben wir für Otto den Bestellprozess für den Online-Shop überarbeitet und es gab sehr viele Usability-Tests und wir haben gestaltete Click-Dummies gemacht, wo dann die Nutzer Aufgaben bekommen haben und einen bestimmten Prozess ausführen, irgendwas einkaufen und in den Warenkorb legen. Und dann gab es einen der User, der hat dann bei der Aufgabe, leg jetzt dieses Produkt in den Warenkorb, einfach in den weißen leeren Raum geklickt. Und es hat keiner verstanden. Und man hat ihn dann später befragt, diese Beobachter, die das halt alles mitnotiert haben, warum hast du bei dieser Frage genau da hingeklickt? Und er meinte, naja, weil bei Neckermann der Bestellbutton genau da ist. Und das sind halt einfach Geschichten, wo man schauen muss, von was kann ich ausgehen? So ein Weiter-Button ist immer auf der rechten Seite, ein Zurück-Button auf der linken. Das sind einfach Dinge, die ich dann halt auch in meiner Anwendung nicht unbedingt versuchen sollte zu revolutionieren. Es gibt auch gelernte Symbole und irrwitzigerweise ist halt, obwohl wir, also selbst auf den Smartphones, auf allen Betriebssystemen, ist immer noch der uralte Telefonhörer, den kein Mensch mehr benutzt oder kaum noch einer zu Hause hat, ist das gelernte Symbol, was ständig weiterverwendet wird. Und trotzdem ist es aber so, dass sich auch Symbole, neue Symbole ganz schnell durchsetzen. Das ist zum Teil durch den technologischen Standard so, dass das einfach das Zeichen, das gelernte Zeichen mittlerweile ist, was man für Menüs in digitalen Endgeräten einsetzt. Ganz viele Dinge werden auch durch die Betriebssysteme beeinflusst. Das heißt also bestimmte Vorgaben, die ich zum Beispiel von den Gesten her kenne. Welche Geste bedeutet dieses Swipen oder Ähnliches? Bestimmte Gesten übernimmt man mittlerweile schon in seinen Alltag, wenn ich irgendwas erzähle und sage dann, mach's doch mal größer und mach dieses Pinch-Zeichen oder kennst du es, dann können wir das doch von da nach da schieben. Und das sind dann alles schon so Dinge, die irgendwie erschreckend sind, genauso wie ich vorhin an diesen Rechner hier kam. Und ich bin es nämlich gewohnt, andersrum zu scrollen. Und das hat Apple nach einer Zeit ja umgestellt, dass man gesagt hat, ausgehend von dem, wie ich es im mobilen, also auf dem Touchpad jetzt gelernt habe, stelle ich dieses Verhalten genauso um. Und so, wie wir früher mit der Maus gescrollt haben, was einfach eine andere Richtung war. Und das ist natürlich sehr umstritten. Also ich glaube, es gibt so 50-50, die einen lieben es irgendwie so rum, die anderen so rum. Und man ist natürlich aber total irritiert und gerät erstmal in die falsche Richtung, wenn man an einen Rechner kommt, der nicht sein eigener ist und eine andere Einstellung hat.
Die Erkenntnisberater haben dicke Finger hat sich aus einem Projekt letztendlich ergeben. Und zwar als es darum ging, wir müssen nicht nur schauen, wenn wir eine Anwendung machen, für welche Geräte sie ist, sondern wie diese Geräte auch bedient werden. Das heißt also, klassisch kennen wir das natürlich vom Rechner, als man noch mit Tastatur und Maus gearbeitet hat. Am Laptop arbeitet man meistens mit einem Touchpad, hat aber auch bestimmte Tastaturbefehle, die man nutzt, wo man gewohnt ist, dass man die Suche über Return auslösen kann. Es gibt einfach andere Bedingungen, wenn ich mit der Hand arbeite. Also ich habe dann zum Beispiel keinen Mouse-Over-Effekt, was mir ja eine bestimmte Reaktion, eine Bestätigung von Navigation anzeigt, wenn ich über einen aktiven Begriff drüber fahre, dass der eine andere Farbe kriegt. Das kann ich nicht machen, wenn ich auf einem Touchgerät arbeite. Das heißt, ich muss also in verschiedenen und anderen Systemen denken. Ich muss vielleicht einfach auch Navigationselemente auf einem Touchpad anders kennzeichnen, wie es im Web erforderlich ist, wo ich einfach sagen kann, da fahre ich dann drüber und dann passiert was. Das merke ich nicht, wenn ich irgendwo nur touchen kann. Und es gibt natürlich Dinge, dass wir über Sprache navigieren. Das ist also ganzen In-Car-Systeme sind so mittlerweile angelegt, dass ich nicht mehr im Auto auf alles über Navigation einstellen muss, was ich per Hand mache, sondern ich kann sehr viel per Sprachauswahl machen oder dass ich irgendwie selbst mit dem Smartphone unterwegs bin und dort über, wie genannt, Siri oder Ähnliches steuere. Und es gibt natürlich Dinge, wo wir noch mit Navigation, ähnlich wie hier jetzt, ich bediene diese Anwendung oder diese Präsentation jetzt mit vor und zurück. Das heißt, ich habe ein sehr beschränktes Spektrum, muss also alles eigentlich mit vier Tasten vorwärts, rückwärts oder gegebenenfalls noch hoch, runter, wie man es vom Fernsehen her kennt, bedienen können. Ein anderer Aspekt, der noch hinzukommt, ist, dass mittlerweile dieses Thema Second Screen sehr weit vorne ist. Das heißt, ich sitze vor dem einen Gerät, sprich dem Fernseher, und habe dann ein anderes Gerät vor mir, um nicht diese Anwendung damit zu steuern, die ich vor mir sehe, sondern um parallel zu dieser Anwendung was zu machen. Ich schaue zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine von diesen ganzen Castingshows und habe dann nebenher eine Internetseite offen, wo ich mit meinen Freunden chatten kann und über Twitter oder Facebook oder ähnliche Programme in den Stream direkt was eintippen und kommentieren kann. Es sind also Dinge, die parallel miteinander in irgendeiner Kommunikation stehen, sich aber nicht direkt beeinflussen. Und dieses Projekt, von dem ich vorhin sprach, von dem Berater mit den dicken Fingern, da ging es nämlich darum, dass wir eine App entwickelt haben, die für die Berater der Deutschen Vermögensberatung ist. Und das war ein ganz besonderer Kontext. Und zwar mussten wir ging es um eine Beratungssituation, dass der Berater mit dem Kunden zusammen an einem Tisch sitzt. Das heißt, man hat das iPad nicht direkt vor sich, sondern hat es leicht seitlich. Das heißt also, ich habe einen anderen Betrachtungswinkel und einen anderen Arbeitswinkel, wenn ich dort irgendwas machen möchte. Und dann war dann so der legendäre Spruch immer, ihr müsst dran denken, wenn unser Berater mit den dicken Fingern kommt, dann muss er das auch treffen. Es darf nicht den Prozess unterbrechen, weil es ist natürlich ein Fauxpas, wenn dann in einem Beratungsgespräch, wo es darum ging, dass wir verschiedene kleine spielerische Anwendungen gemacht haben, die Sachverhalte erklärt haben, um zu verdeutlichen, warum jetzt besser wäre, dass ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließe oder wie ich irgendwie mein Geld vermehren kann und wie es irgendwie anwächst. Und wenn dieser Prozess natürlich mitten im Spiel unterbrochen wird, weil der Berater irgendwie versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt hat, dann so, oh, Entschuldigung, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin und muss wieder zurückkommen, dann wird es natürlich recht schwierig. Das heißt, da ging es halt wirklich darum zu gucken, von den Schriftgrößen her, von den Touchflächen her, das alles so zu optimieren, dass man es wirklich trifft. Das ist ein anderes Projekt, was wir jetzt gerade für Clariant, das ist ein Chemiekonzern aus der Schweiz, gemacht haben. Und da war es ganz interessant in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, dass ich eigentlich erst durch mehrfaches Hinterfragen und nach, als dieses Konzept entstanden war, der eigentliche Bedarf herauskristallisiert hat. Obwohl wir am Anfang natürlich nach dem Bedarf gefragt haben, um die Ideen abzuklären, wurde am Ende aus einer Anwendung, die auf einem Messestand eigentlich mehr so eine Art Attraktion sein sollte, wo die Kunden, die gerade Schlange stehen, vielleicht schon ein bisschen rumspielen können oder auf einem Touchscreen noch mit Elementen arbeiten, die sie rumschieben können, die bestimmte Navigationen auslösen. Aus so einem sehr spielerischen Vorhaben wurde letztendlich eine sehr komplexe Anwendung, die den Beratern die Möglichkeit geben musste,
ihr komplettes Produktportfolio vorzustellen und das dem Kunden zu zeigen. Und das idealerweise dann halt auch nicht nur an einem großen Touchscreen, sondern die Bedingung war, dass wir diese ganze Anwendung dann halt innerhalb von 4 Wochen den Touchscreen entwickeln und dann halt auch noch diese iPad-App zu machen und dieses System dann natürlich einheitlich zu halten. Das heißt, dass ich in der Lage bin zu wissen, wie es auf dem Touchscreen läuft. Das war jetzt in dem Fall natürlich nicht so das Problem. Da ging es dann darum, dass ein paar Sachen verändert werden mussten, weil die Screengröße natürlich eine andere ist, auch das Verhältnis der Screengröße. Und wir werden es jetzt demnächst hoffentlich ausrollen, das ist jetzt gerade in der Diskussion, dass das dann auch auf den Laptops genutzt werden kann. Das heißt, da muss dann natürlich wieder überlegt werden, wie gehe ich vor, wenn ich das nicht mehr, dieses Satellitenmodell, was sich ein bisschen bewegt, wo ich einzelne Sachen anwählen kann, wenn ich das jetzt nicht mehr über Touch auswähle, sondern wenn ich damit mit der Maus interagieren muss. Das bringt mich letztendlich auch zu dem Thema responsiv. Das ist natürlich ein Thema, was dadurch, dass wir alle diese verschiedensten Endgeräte haben und dass es einfach ein Standard geworden ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es heute keine Frage mehr ist, mache ich eine Seite responsiv oder nicht, sondern es geht eigentlich darum, wie kann ich sie sinnvoll und passend responsiv machen. Bedeutet aber andererseits auch, das ist halt immer so diese selbstverständlich, da macht man, aber es ist auch einfach viel, viel mehr Arbeit. Also es ist einfach so, wie wenn man, weiß ich nicht, den doppelten Aufwand hat, wenn man natürlich für verschiedene Screengrößen die Elemente durchdenken muss. Es gibt schon Technologien, die das mittlerweile ermöglichen, dass ich relativ einfach eingestalteten Inhalt, das dann automatisiert irgendwie, wenn ich es aufziehe, einfach berechnet, wie verhalten sich Elemente, dass die sich an die Screengröße, die ich zur Verfügung habe, auch anpassen. Aber man muss natürlich trotzdem alles angucken. Und aus dem Grund ist es umso wichtiger geworden, dass man nicht in einem Wasserfallprinzip arbeitet, sondern wie es eigentlich im ganzen digitalen Kontext schon sehr lange so ist, dass wir alle zusammen an einem Tisch sitzen von Anfang an. Das heißt also, die Konzepter, die Designer, derjenige, der für den Inhalt verantwortlich ist, idealerweise auch der Kunde, die ganze Zeit im Prozess mit dabei, dass es nicht so ist, dass man eine Idee entwickelt und den Kunden dann irgendwann holt und sagt, guck mal, so ist es. Und natürlich die Programmierer auch. Das heißt also, man muss von Anfang an überlegen, wie man eine geschickte Lösung findet. Klassischer Spruch dazu ist Mobile First. Bedeutet letztendlich, oder der Hintergrund ist, dass man überlegen muss, was sind die wichtigsten Funktionen und Navigationselemente, die ich auf dem kleinsten Screen unterbringen muss. Das heißt, ich gehe von der kleinsten Auflösung aus, wo ich weiß, das muss alles da sein, um diese ganze Anwendung überhaupt planen und umsetzen zu können. Ist in der Realität immer ein bisschen schwierig, weil wenn man nämlich sagt, wir gestalten jetzt einfach nur auf so einem mini kleinen Screen, dann hat das eine ganz andere Ästhetik, wie das, was man dann nachher auf dem großen Screen sieht. Von daher ist es tatsächlich eigentlich so, dass wir parallel versuchen, irgendwie beides oder verschiedene Screen-Auflösungen zu machen. Man fängt im Design dann oft, so sehe ich es bei uns zumindest, doch oft eher so auf der großen Fläche an, weil das eher so der expressive Ausdruck irgendwie ist, wo man nochmal sagen kann, Mensch, so soll es aussehen, das gibt mir so dieses Gefühl, aber muss dann halt irgendwie von vornherein kontrollieren, sobald ich eine Seite angestaltet habe, wie ist die in diesen verschiedenen Breakpoints. Wir haben für das Magazin Outlook, was wir für die Messe Frankfurt im Print schon seit einigen Jahren machen, eine Internetseite gemacht, wo wir von Anfang an, ohne dass es gestaltet war, Klick-Dummies mit dem Programmierer gemacht haben, um einfach verschiedene Ideen zu testen. Wie verhält sich sowas? Wie sind diese Ideen von Animation etc.? Das wurde dann ziemlich zurückgefahren, als wir in die Umsetzung gegangen sind und wir gemerkt haben, das ganze Gezappel ist ein bisschen zu viel, wenn sich jetzt die Inhalte, die ich filtern kann, jeden einzelnen Artikel, habe ich so ein Filterinstrument, dass ich sagen kann, heftübergreifend im Gegensatz zu zum Printmedium, kann ich all nach Rubriken filtern und wenn sich die Inhalte dann jedes Mal so neu sortieren und ursprünglich war die Idee auch, die Inhalte verschieden groß zu machen, um eine größtmögliche Flexibilität zu haben, habe ich irgendwann überhaupt keinen Überblick mehr. Ich habe keine Orientierung mehr. Das heißt, es ist einfach doch ein sehr strenges Raster geworden, in dem wir gearbeitet haben und haben das halt von Anfang an für die verschiedenen Endgeräte umgesetzt. Genauso
wie die Unterseiten, die sich dann halt auch entsprechend verhalten müssen, wo die Module, weiß nicht, wer von euch mit responsiven Seiten schon zu tun hatte, es ist immer so, dass man bestimmt, welches Modul verhält sich wie, in welcher Auflösung, was rutscht wann untereinander, habe ich oder verkleinert sich ein Bild oder wird das maskiert? Und die Navigation verhält sich letztendlich so, dass sie auf dem mobilen Endgerät oder auf einem kleineren Screen zusammenrutscht und dann kommt dieses wunderbare Sandwich-Icon meistens zum Einsatz, wo man die Navigation drüber aufrufen kann, um sich wieder durchzunavigieren. Ein weiteres Projekt, was wir für Weber gemacht haben, das ist eine Microsite, die jetzt Anfang des Jahres online gegangen ist. Und da war die Anforderung oder die Aufgabe, wir wollen eine Seite machen, wo wir möglichst viele Inhalte, auch viel von dem Bild- und Videomaterial, was wir mit Thomas Müller, das neue Testimonial, wer es in der Fußballzeit noch nicht gesehen hat, was wir mit Thomas Müller alles an Material haben wollen, Gewinnspiele unterbringen und das muss über die Saison hinweg einfach auch immer nachspielbar sein. Und wir haben dort dann halt schon in der Konzeption definiert, wie verhält sich das auf diesen verschiedenen Auflösungen. Die Herausforderung heute war jetzt, dass wir, so wie diese einzelnen Kacheln angeordnet sind, dann immer, wenn neue Kacheln hinzukommen und wir natürlich wissen, die Kacheln verhalten sich, die rutschen mal in zwei Reihen, mal in eine Reihe, müssen wir für jede Auflösung definieren von der Reihenfolge her, damit das alles natürlich auch schön aussieht und nicht drei weiße Kacheln nebeneinander sitzen, legen wir jedes Mal neu die Reihenfolge fest, dass die fest im Skript vorgegeben ist. So, ein wichtiger Punkt ist natürlich immer noch, wir arbeiten mit dem Kunden zusammen, aber natürlich hat der Kunde oft andere Vorstellungen davon, was er für Zwecke mit einer Seite verfolgt und die sind jetzt auch nicht immer nur von der reinsten Usability getrieben. Alle von uns kennen solche Geschichten, dass man irgendwas bestellt hat, eine Flugbuchung abgeschlossen hat und dann werden mir dann dazwischen noch Versicherungen, irgendeinen Mietwagen, irgendeine Hotelbuchung und so dazwischen gespielt, wo man natürlich aus Usability-Sicht sagen würde, es wäre geschickter, ich kann ganz ordentlich sehen, wie mein Bestellverlauf, mein Bestellprozess abläuft und dort dann auch zum Ende kommen. Wenn ich als Betreiber möchte, dass ich so eine Art Storytelling betreiben kann, dass ich also einen bestimmten Weg vorgebe, dann ist es eigentlich immer wichtig, dass ich auch Shortcuts anbiete, dass ich also doch die Möglichkeit gebe, dass ich eine normale Navigation aufrufen kann und mich darüber bedienen kann. Und das ist ein Beispiel, was wir für das Weingut Leitz gemacht haben. Das ist eine Seite, wir haben gestern diskutiert, wie man diese in der Fachsprache One-Pager auch beschreiben könnte. Wir haben es Handtuchseite bisher genannt. Martina hatte die tolle Idee, dass es eigentlich eine Klopapierrolle ist, wo alle Inhalte untereinander sortiert sind in einzelnen Etappen. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, dass ich eine Navigation habe, wo ich direkt den Inhalt wählen kann und kann ansonsten aber sehr spielerisch durch die ganze Seite durchscrollen, habe verschiedene Bewegungen, dass ich sehe, der Wein wird an einem sehr steilen Hang angebaut, dass da kleine Animationen drin verborgen sind. Ein Beispiel muss ich dazu sagen, das ist nicht von uns, aber ich finde es sehr beeindruckend. Das ist von Oakley, ich konnte leider nicht rausfinden, welche Agentur oder welcher Designer das gemacht hat, ist das Thema Parallaxeneffekt. Weiß nicht, ob ihr das alle schon mal gehört habt oder es ist ein Programmiereffekt, der vor 2-3 Jahren mit Nike aufkam und ist über HTML5 möglich, dass ich einfach sage, ich habe alle Elemente in meiner Seite auf verschiedenen Ebenen, die sich, wenn ich scrolle, unterschiedlich schnell bewegen. Und dadurch entsteht so ein Verschiebungseffekt, was halt ganz tolle Ästhetik auslöst. Ich kann also verschiedene Animationen, Videos etc. reinbringen. Und hier bei Oakley, also eigentlich kann man das auch alles per Scrollen auslösen. Bei Oakley ist das jetzt auch gut gelöst, dass ich diesen Indikator habe, der mir ständig sagt, wo bin ich eigentlich. Ja, und zuletzt natürlich die Erkenntnis, eine digitale Anwendung ist nie fertig. Wir müssen einfach sehen, dass es immer wieder diesen Prozess gibt, dass man überprüft, dass man beobachtet, wie kommen die Leute damit klar oder nicht. Und die Fahrinfo-App, die die Münchner von euch wahrscheinlich alle kennen werden, vielleicht auch schon geflucht haben darüber, diesen Prozess, diese App zu verbessern, begleiten wir, die MVG und die Stadtwerke München.
und machen mit denen verschiedene Stufen, dass wir über Prototypen beginnen, einfach auf das recht negative Feedback anfangs in den Rezessionen einzugehen und so die Bedienerführung zu optimieren und halt auch letztendlich zu dem Ziel zu bringen, dass sie halt das finden, was sie auch suchen. Und da entstehen halt verschiedene Ideen dabei, wie kann ich also praktisch meine Bewegung, meine Orientierung in der Umwelt fortsetzen mit dieser App, indem ich zum Beispiel meine Kamera nutze. Das ist jetzt am Alexanderplatz, wo man sich unterirdisch komplett verlaufen kann. Man weiß nur, ich muss zur U8, aber ich habe keine Ahnung, welcher der 7 Ausgänge mich dorthin bringt, dass ich also quasi so eine Realtime-Anzeige habe, wo in welche Richtung muss ich letztendlich laufen. Und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich eine ganze Menge Anwendungen, die genau diesen Zusammenschluss finden zwischen analog und digital und einer Verbindung, wie kann ich die reale Welt mit der digitalen Welt verbinden und vielleicht sogar optimieren. Und es sind natürlich ganz spannende Szenarien, die da entstehen. Und letztendlich bleibt aber halt auch die Frage, wo bleibt zwischen realer, analoger Welt, digitaler Welt, dann vielleicht auch dieses Thema mit dem Pförtner, was wir vorhin schon hatten, der persönliche Kontakt. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest. And the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold. And the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention. And how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed. You tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. Vielen Dank.